Ja, nochmal ein kleines Informationsvideo, nachdem es jetzt gestern jetzt alles nicht geklappt hat, weil Internetwerk und ich halt nichts hochladen konnte. Wie gesagt, das Live-Wochenende wird stattfinden, also soll jetzt schon, wenn jetzt nicht wieder das Internet weggeht, bin momentan mit dem Hochladen der Passwort so, dass die Reihenfolge ändert, weil momentan falsche Reihenfolge, das was als erstes kommt, das lädt als letztes hoch. Aber wie dem auch sei. Wie gesagt, das wird stattfinden. Wie gesagt, Tannenspiele mit Slice-Spielen. Drei Parts insgesamt, also zwei Parts Tannenspiele. Das andere ist, sag ich jetzt mal, die Demo von Slice 4. Und das halt nur eine Demo ist. Es ist kein Tannenspiele, weil als Tannenspiele müssen schon vollständige Spiele sein. Als anderes, was ich noch machen wollte, ich werde wahrscheinlich noch einen kleinen Twitter-Account erstellen, noch einen anderen, weil ich nun wirklich gehört habe, dass es wohl für manche Leute wohl etwas schwieriger ist, auf meine Kanaldiskussion zuzugreifen, weil das ist nun tatsächlich nur am PC angezeigt und ein Großteil der Leute, die auf YouTube gucken, die sind ja an der Konsole oder wahrscheinlich gar sogar am Handy unterwegs, wo es halt die Diskussion im Kanal einfach überhaupt nicht gibt. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich das vielleicht mit einem Twitter-Account mache. Meinen aktuellen Twitter-Account kann ich dafür gar nicht nehmen, weil ich habe das schon von einem anderen von Strom erfahren. Der spammt wohl, wer dem folgt, das wird wohl regelmäßig mit meinen Video-Uploads zugespammt. Und wenn ich auch was in der Playlist ändere oder da ist nichts von eingestellt, ich muss auch kündigen, dass alles trenne und dann nur in Account erstelle, dass das alles richtig läuft. Ja, das würde ich gerade, habe ich noch was gehabt. Das war es, glaube ich, eigentlich auch schon. Ich werde gucken, dass ich den jetzt erstelle. Ich werde ihn auf jeden Fall später noch verlinken. Wahrscheinlich in neueren Projekten, wo ich dann halt die Tags und all so ein Kram neu erstelle. Das ist leider cool, wird das noch nicht der Fall sein wahrscheinlich, weil die habe ich jetzt schon gemacht. Wie gesagt, ich bin momentan am Hochladen. Es sei denn, da scheitert jetzt was, ich mache das in der Zeit, dann ist es was anderes. Aber das seht ihr dann alles in der Videobeschreibung. Wahrscheinlich wird es dann ab Size Matters so gehen. Denn ja, das soll auch kommen. Ich muss mich heute eher noch dran setzen, gleich auch zu nehmen, weil es soll nicht abgebrochen werden. Das hat das Spiel auch nicht verdient. So schlecht ist das Spiel absolut nicht, es ist ein gutes Spiel. Das heißt, Matters könnte das schon eher verdient haben. Aber bis zum Endboss sollten wir kommen, ob wir den oder packen, das wird sich dann zeigen. Da habe ich jetzt meine Bedenken, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist was anderes. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bei den nächsten Videos.